Und die USA sagen der Ukraine weitere 800 Millionen Dollar an Waffenhilfen zu. Die Liste der geplanten Lieferungen ist lang. Kostenpunkt 800 Millionen Dollar. Washington hat der Ukraine damit seit Beginn des russischen Angriffskrieges Waffen im Wert von 2,5 Milliarden Dollar zugesagt. Ja, und auch die EU macht weitere 500 Millionen Euro locker. In NATO-Kreisen ist man davon überzeugt, dass die umfangreichen Lieferungen der westlichen Verbündeten entscheidend mitgeholfen haben, den russischen Angriff zurückzuschlagen. Mi-17, Kampfhubschrauber der indischen Armee, ausgerüstet mit Raketenwerfern. Die USA kauften solche Maschinen für Afghanistan, reichen sie nach Kiew weiter. Der US-Präsident gab jetzt 800 Millionen Dollar für neue Waffen frei. Insgesamt sind es 2,5 Milliarden umgerechnet, 2,29 Milliarden Euro. Der ukrainische Präsident dankt. Wir haben ein Verteidigungspaket besprochen, für 800 Millionen Dollar Militärhilfe vereinbart. Waffen, Munition, Artilleriesysteme, gepanzerte Mannschaftstransporter, Hubschrauber und anderes. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Artillerie und Kampfhubschrauber sind deutlich offensiv. Die ersten Javelin-Panzerabwehrraketen waren eher der Abwehr zuzuordnen. In einem Videoaufruf der Ukraine wird klar, das Land rüstet sich zur großen Schlacht um den Donbass, will besetztes Gebiet zurückerobern. Auf der Wunschliste auch Panzer. T-72, wie die Tschechen schon lieferten, oder vergleichbare aus Deutschland. Der Leopard 1 der Firma Rheinmetall wäre so ein Fahrzeug. Doch das Kanzleramt steht auf der Bremse. Olaf Scholz und die SPD zögern bei schweren Waffen. Es fehle klare Führung, sagen die Koalitionspartner. Es geht darum, dass wir jemanden brauchen, der A, uns mal erklären muss, was will er, wo will er hin, und sich nicht hinter anderen Ministerien, ich gehe so weit zu sagen, versteckt. Er muss führen, er muss uns sagen, wohin er will. Die grüne Spitze hat einen radikalen Kurswechsel vollzogen. Die Lage habe sich verändert. Die Welt schaue auf Deutschland, sagt der grüne Anton Hofreiter nach einem Besuch in Kiew. Wir verlieren gerade unseren guten Ruf. Es entsteht ein erheblicher Schaden für uns, sowohl in geostrategischer als auch in Ansehensfragen. Die Realität hat sich so brutal verändert, dass man darauf reagieren muss. Es wäre absolut fahrlässig in meinen Augen, darauf nicht zu reagieren. Brüssel stellt weitere 500 Millionen für Waffen bereit. Insgesamt sind es jetzt 1,5 Milliarden Euro Militärhilfe. Für Berlin wird es höchste Zeit, sich zu entscheiden. Im Tauchgang bleiben oder wieder auftauchen und Führung und Verantwortung zu übernehmen.